Okay, ich habe die Skizze fürs Kleid endlich fertig. Oh nein! Ach, das ist mein Lieblingsshirt. Upsi. Sam, wir müssen reden. Upsi. Ja, Susi. Ich frage jetzt mal nicht nach, warum da Kaugummi klebt. Aber du wirst mir sagen, wie du das wieder gerade biegst. Mit einem neuen Bastelvideo? Ich würde dir ganz viel helfen, wenn du mir verzeihst. Und ich wasche alle Klamotten im Haus. Einverstanden. Und google bitte, wie man Kaugummi von Kleidung abbekommt. Hey Leute, unsere heutige Bastelarbeit wird Sam davon abhalten, meine Kleidung mit Kaugummi zu ruinieren. Hä? Ich höre irgendwas. Und es kommt von hier. Sammy? Ich hab's. Was? Ich dachte, ich hab's. Meine Hypothese stimmt. Ich hoffe, die hat was damit zu tun, mein Shirt wieder sauber zu kriegen. Hotzi, Kaugummi mag keine Kälte. Also verbinden wir Kaugummi mit Frost und boom, das Shirt ist wieder sauber. Tatsächlich. Super Einfall. Eigentlich kenne ich ja noch mehr Möglichkeiten, wenn man Kaugummi von Kleidung trennt. Mit einem Bügeleisen, Föhn oder Klebeband. Das ist ja echt cool, aber du wolltest mir doch beim Basteln helfen. Mit größtem Vergnügen. Wasch bitte noch den Rest der Klamotten. Hör mal, was das Waschen betrifft. Zurück zum Basteln. Okay, jetzt malen wir ein Layout für das Labyrinth, durch das Sams Kaugummi rollen wird. Übrigens, Sam, sortier die Kleidung besser nach Farbe und wasch sie separat. So verfärbt sie sich nicht. Okay, okay. Und guck mal, ein paar Shirts haben Nutella-Flecken. Die musst du vorwaschen, bevor du sie in die Waschmaschine steckst. Lucy, vielleicht helfe ich dir lieber erstmal beim Basteln. Ich komm schon zurecht. Du kannst dich aufs Waschen konzentrieren. Waschen ist langweilig. Und Basteln macht Spaß. Sam, jede Aufgabe kann Spaß bereiten. Leute, seid vorsichtig mit Heißkleber. Bittet einen Erwachsenen, euch dabei zu helfen. Es ist alles eine Frage dessen, wie kreativ man wird. Dann kann jede Routinearbeit super interessant werden. Also kann sogar Waschen Spaß machen? Ich glaube ja nicht. Na klar. Sam, du bist doch der berühmte kreative Schleim. Brainstorme doch einfach ein bisschen und dann kommt die Lösung ganz von selbst. Kreativ, kreativ, kreativ. Sam, du sollst keinen Geist beschwören. Das ist gruselig. Ich hab's. Das ist einfach genial. Voll mein Stil. Ich hab nie an dir gezweifelt. Du warst schon immer ein kreativer Schleim. Okay, das Gerüst unseres Kaugummiautomaten ist fast fertig. Zack. Findet ihr nicht auch, dass das wie ein Labyrinth aussieht? Ich hab schon öfter geträumt, dass ich durch ein Labyrinth gelaufen bin. Voll aufregend. Also, ich bin ja froh, dass Sam auf eine kreative Lösung fürs Waschen gekommen ist. Aber es ist schon wieder so seltsam ruhig geworden. Komisch. Kreativ waschen? Easy peasy. So schnell? Das finde ich jetzt noch seltsamer. Nicht seltsam. Man muss nur kreativ sein. Oh, okay. Leute, passt auf, wenn ihr mit einer Aale arbeitet. Hier kommt ein Stück Stift rein. Ich habe ihn schon mal auf die richtige Größe zugeschnitten. Okay, Sam. Sag mir mal, was du mit der schmutzigen Wäsche gemacht hast. Ich habe sie weggeworfen. Was? Mein Hausbereich. Sehr witzig. Das war Sarkasmus, falls du das nicht mitbekommen hast. Mann, ey. Komm schon, Susi, das war doch lustig. Naja, ich bin drauf reingefallen. Trotzdem nicht das Thema wechseln, du listiger Schleim. Was ist mit den Klamotten passiert? Ganz einfach. Ich habe sie in die Tiefkühltruhe getan. Ich habe eine Vermutung, frag dich aber trotzdem. Wozu? Der Kaugummi ging ja ab, weil er so kalt war. Also werden die Flecken doch auch einfach abfallen. Ich hab's kommen sehen. Okay, Sammy, das geht gerade so durch. Aber jetzt hilf mir beim Basteln. Stehst du deinen Diensten? Mach eine Walze für unseren Kaugummi-Automaten. Einen Moment. Und die Walze ist fertig. Wow, seht mal, was für eine coole Walze Sammy gebastelt hat. Damit kommt der Kaugummi in unseren Automaten. Sammy, basteln kannst du auf jeden Fall besser als waschen. Du auch. Halt die Gocken, Mr. Kreativ waschen. Ich wasche Wäsche so sorgfältig, dass sie danach wie neu aussieht. Versuchst du damit zu sagen, dass meine Waschkünste nicht gut genug sind? Ich versuch's nicht, ich sag's. Sam, deine Waschkünste sind nicht gut genug. Du musst die Wahrheit vertragen und deine Fehler zugeben. Diese Worte wirst du noch bereuen, wenn ich dir erstmal meine Schleimwaschkünste zeige. Ja, ja. Der zentrale Teil der Maschine muss durchsichtig sein. Deshalb kleben wir dieses Plexiglas auf das Grundgerüst. Gut, Sam.
Wie können mich deine Schleimwaschfähigkeiten denn noch überzeugen? Ich habe coole geheime Lifehacks auf Lager. Schließlich habe ich ja dein T-Shirt im Gefrierfach sauber bekommen. Lass mich raten. Das nächste Mal steckst du alle Sachen in den Ofen, damit alle Flecken heiß werden und wegrennen. Du kannst so viele Scherze machen, wie du willst. Aber du wirst verblüfft sein, wenn du perfekt gereinigte Wäsche siehst. Uiuiuiui. Bestimmt bügelst du sie auch. Vielleicht, ja. So oder so wirst du verblüfft sein. Leute, dieser Trick nennt sich den Schleimperfektionismus manipulieren. Clever, oder? Da bin ich selbst drauf gekommen. Man muss Sammy nur sagen, dass sein irgendetwas nicht perfekt ist. Fertig. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wie sonst könnte ich Sam dazu bringen, unsere Wäsche zu waschen? Und unsere Maschine funktioniert mit Hilfe dieses Rads. Das bringen wir auf den Boden unserer Maschine an. Und außerdem brauchen wir noch so ein kleines Rad. Perfekt. Perfekt gereinigte Wäsche. Wow. Sammy, du bist einfach... Ja, ich bin spitze. Das wissen wir alle. Lass uns jetzt etwas basteln. Die Wäsche ist gewaschen und ich helfe sogar beim Basteln. Ich schätze, irgendjemand hier ist spitze. Will? Willst du meine Schleimperfektion wieder manipulieren? Was? Woher weißt du das? Viel zu einfach. Ich habe die Schleimabrechnungstechnik angewendet. Wow, sowas existiert? Erzähl mir mehr. Glaubst du wirklich, ich lege dir einfach so alle Karten auf den Tisch? Susi, das ist echt naiv. Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr auch mehr darüber wissen wollt. Je mehr Likes wir bekommen, desto schneller verrät es uns. Stimmt, Sammy? Weißt du, ich glaube, ich erzähle dir jetzt etwas über die Schleimabrechnungstechnik. Wow, Sammy, das stimmt mich glücklich. Aber warum denn so plötzlich? Du hast mir wegen des Kaugummis auf deinem Shirt verziehen. Habe ich doch schon längst vergessen. Komm schon, erzähl mir von deiner Schleimabrechnungstechnik. Ich liebe es, etwas Neues zu lernen. Das inspiriert mich dazu, neue Outfits zu designen. Und hier kommen die Kaugummis rein. Also, die erste Regel dieser Technik ist, auf Details zu achten. Wow, wie in der Modebranche. Details sorgen für den richtigen Look und geben dem Outfit einen eigenen Vibe. Und welche Details haben dir meine klitzekleine Manipulation verraten? Klitzeklein, sagst du? Ich habe ganz viel Kleidung gewaschen, gebügelt und zusammengefaltet. Und jetzt basteln wir eine coole Röhre für die Kaugummis. Sieht aus wie eine Wasserrutsche. Sammy, erzähl mir mehr über die Abrechnungstechnik. Ich bin neugierig. Also, zuerst mal ist die Sprache ganz wichtig. Vor allem bestimmte Worte. Zum Beispiel hast du ganz oft gut gesagt. Na und? Ist doch nur ein Wort. Was soll das heißen? Das heißt, das ist eine Art, nach meinem inneren Perfektionisten zu rufen. Interessant. Weiter? Als zweites hast du den Steigerungstrick angewendet. Steigerung? Noch nie gehört. Erklär mir mal bitte. Ich bin verwirrt. Als ich dir sagte, dass ich die Wäsche gewaschen habe, sagtest du, bestimmt bügelst du sie auch noch. Das hast du mit Absicht gesagt, damit ich nach dem Waschen auch noch bügle. Wow, du hast aber eine Beobachtungsgabe. Beobachtung ist der Schlüssel zur Schleimabrechnung. Aber es gibt auch noch Punkt 3. Ich höre. Gehstück. Wow, erklär mal. Als du mir gesagt hast, dass ich nicht gut genug Wäsche waschen könnte, hast du deinen Ellbogen zur Seite bewegt und nach oben rechts geguckt, um mich herauszufordern, das Gegenteil zu beweisen. Das ist beeindruckend. Siehst du, die Schleimabrechnung ist der beste Weg, um Manipulationen aufzudecken. Das merke ich mir. Danke, Sammy. So, Sammy, jetzt kannst du froh Kaugummi kauen, ohne meine Sachen zu zerstören. Aber Susi, du sagtest doch, dass du das längst vergessen hättest. Außerdem habe ich vorhin Wäsche gewaschen. Ich schätze doch nur. Du warst großartig. Du hast alle Klamotten gewaschen. Und zwar blitzeblank. Und beim Basteln geholfen. Leute, seht mal, wie viel Spaß es macht, dem Kaugummi durch das Labyrinth zu helfen. Ich wette, du würdest mir nicht glauben, wenn ich sagen würde, dass ich alle Kaugummis problemlos auf einmal kauen kann. Oh nein, Sam, das funktioniert nicht. Ich kenne den Trick jetzt und habe deinen Manipulationsversuch schon aufgedeckt. Was meinst du? Zuerst hast du gesagt, ich wette, du würdest mir nicht glauben, um einen inneren Perfektionisten zu wecken, der in allem perfekt sein will.
Als zweites hast du mich psychologisch herausgefordert, indem du sagtest, dass du locker alle Kaugummis auf einmal kauen könntest. Und zu guter Letzt hast du dich nach dem Satz nach rechts gebeugt, um mir den Eindruck zu vermitteln, dass du es ernst meinst. Ich wünschte, ich hätte dir das nie beigebracht. Ich verrate dir nie wieder was von meinen geheimen Techniken. Okay. Sammy, hier dein wohlverdienter Kaugummi. Leute, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr Spaß an diesem Kaugummiautomaten hattet. Und abonniert unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Macht's gut. Die Entwertung des Geldes stört mich momentan wirklich. Obwohl der Wechselkurs des Dollars relativ stabil ist. Sammy, was ist los? Liebe Kollegin, ich habe ein paar Euro gespart und überlege, wo ich investieren könnte. Interessant. Ich möchte keine Betrüger oder aussichtslose Startups sponsern. Ich habe eine gute Option im Sinn, aber ich mache mir Sorgen um den Rückfluss. Wie wäre es mit einem Rückfluss in Form von Kaugummibällen? Ich muss zugeben, dass das ein sehr verlockendes Angebot ist. Und ich bereit bin, diesen Deal sofort anzunehmen. Dann mach dich bereit, deine Ersparnisse in ein Sparschwein zu investieren. Los geht's! Ich denke, diese Bastelei ist eine langfristige Investition meines Geldes. Hey, hallo Leute! Heute machen wir ein cooles Sparschaf aus einem Kaugummiautomaten. Der perfekte finanzielle Rückfluss. Alle Banken sollten diese Option in Betracht ziehen. Ich habe ein paar Vorlagen vorbereitet. 5 Täfelchen mit runden Löchern am Rand. Bist du sicher, dass ein Kaugummi da reinpasst und nicht stecken bleibt? Natürlich, Sammy. Ich habe vorher einen Kreis um den Kaugummi gemalt. Das Loch ist sogar etwas größer als der Kaugummi. Jetzt tragen wir den Kleber auf jede Basis auf. Und dann noch ein bisschen Magie hinzufügen. Hopp, perfekt. Beeindruckend. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie wir daraus ein Schaf machen sollen. Sei geduldig, Sam. Schließlich bist du doch ein Ökonom. Wir haben eine Konstruktion wie diese und der Kaugummi passt immer noch perfekt durch. Jetzt machen wir eine Befestigung. Steckt einen spitzen Stab ungefähr in die Mitte und schneidet die Spitze ab. So. Ich habe noch eine andere ähnliche Vorlage gemacht. Und zwar nicht nur für Kaugummibälle, sondern für Münzen. Und was ist der Unterschied? Es gibt nicht nur ein rundes Loch am Rand, sondern auch ein Loch mit dem abgewinkelten Karton, damit die Münze schön herunterrollen kann. Sam, es ist Zeit, das scharf zu machen. Für die Basis müssen wir einige Wände aus Pappe ausschneiden. Kannst du das erledigen? Ich kann wichtige wirtschaftliche Probleme bewältigen. Glaubst du wirklich, ich kann nicht mit etwas Karton umgehen? Okay, ich glaube dir. Schnapp dir alles Notwendige und überprüfe die Abmessungen in meinem Notizbuch. Wird erledigt, Boss. Oh, warte. Jetzt in diesem Moment kann ich nicht. Was ist passiert? Ich kann mit unserer Bastelei nicht weitermachen, bis sie uns nicht einen Daumen hoch gibt. Also, So, viel besser. Ich mache mich an die Arbeit. In der Zwischenzeit werde ich den Hauptmechanismus fertigstellen. Lasst uns den Holzrand um das Loch für unsere Münzen legen. Und dieses Teil mit Sekundenkleber befestigen. So. Und hier. Ganz einfach. Jetzt können wir das Stück für die Kaugummis mit dem Stück für die Münzen verbinden und erhalten so einen einheitlichen Mechanismus. So, dieser Teil ist fertig. Also Susi, mein Geld materialisiert sich. Sam, wovon sprichst du? Hast du die Wände für unser Sparschaf ausgeschnitten? Susi, davon rede ich doch. Hier. Hier sind die erste, zweite und dritte Plattform. Und ein paar Wände für unser Sparschaf. Tolle Arbeit, Sammy. Da du es so gut gemacht hast, drehe dich bitte kurz um. Oh, was ist da? Du kannst dich wieder umdrehen. Ich habe deine Arbeit perfektioniert. Nicht schlecht, Susi. Lasst uns dieses Stück fertigstellen und unsere Konstruktion so vollenden, damit alles perfekt ist. Hier ist noch eine Wand. Vielen Dank. Na bitte. Jetzt müssen wir den Hauptmechanismus unserer Konstruktion herstellen. Dieser wird den Kaugummiball herausdrücken. Achtet darauf, dass wir hier die obere Kartonschicht entfernt haben. Das erinnert mich an eine Wippe. Yay! Lass es uns Rückflusswippe nennen. Wir haben auch einige Holzteile. Kleben wir auch diese zusammen. Sehr vorsichtig. Das ist die Basis unseres Mechanismus. Also es ist quasi das Gehirn unseres Schafs, das die ganze Zeit Arbeit ausführen wird. Nun, in gewisser Weise. Sam, du hast so einen kreativen Verstand. Da kannst du drauf wetten. In erster Linie dreht sich beim Geschäft alles um Kreativität. Kommen wir zurück zur Füllung unseres Schafs. Fügen wir einen kleinen Holzhalter für das Gummiband hinzu. Und natürlich wird es auf die Hauptkonstruktion geklebt.
habe das Gummiband um den Mechanismus gelegt, okay? Super. Wir müssen den fertigen Holzmechanismus hier platzieren, wo wir dieses besondere Loch gemacht haben. Ah, dazu haben wir das gemacht. Diese Konstruktion wird uns den Rückfluss garantieren. Susi, ich habe noch etwas anderes in deinem Notizbuch entdeckt und etwas mehr gemacht, als du wolltest. Ich habe die Vorlagen aus Eisdielen ausgeschnitten. Sammy, du bist unglaublich. Beeilen wir uns und kleben wir sie in unser Sparschach. Ich will dir nur helfen. In diesem Fall nutzen wir etwas Magie. Leute, den letzten kleben wir hochkant. So. Jetzt legen wir unsere Kartonplattformen hier hin und stecken die Eisstiele ein. Sie werden der Hebel unseres Druckmechanismus sein. Jetzt legen wir ein kleines Stück Pappe drauf und... Autsch! Sam, was soll das? Entschuldigung, ich konnte nicht anders. Warum brauchst du noch ein Gummiband? Um die Euroscheine zusammenzuhalten? Sammy, mach langsam. Es muss noch ein wichtiger Teil befestigt werden. Während das Gummiband für die andere Seite der Spardose ist, lasst uns die Holzbefestigung festkleben. Und die zweite. Dieser Mechanismus ist so ausgekügelt. Verbindet sie jetzt mit diesen Gummibändern, die tatsächlich echt wehtun können. Entschuldigung, ich werde es nicht nochmal tun. Können wir die Arbeitsweise des Mechanismus überprüfen? Sicher, lasst uns die Kaugummibälle in unseren Rückflussbereich werfen. Jetzt lege ich die Münze ein, drücke den Hebel und bekomme sofort einen Rückfluss. Perfekt. Jetzt müssen wir diesen Mechanismus nur noch in ein Schaf verwandeln, richtig? Richtig. Das machen wir jetzt. Ich habe auch eine Aufgabe für dich. Ich bin bereit. Aber zuerst müssen wir den Mechanismus von der anderen Seite mit Pappe abdecken. Und zwar so. Lass es uns nochmal befestigen. Und die Gummibänder auf der anderen Seite ebenfalls spannen. Jetzt brauchen wir Pappkreise. Lasst uns zuerst den eigentlichen Kreis ausschneiden und das Loch für den Mechanismus. Wir brauchen 7 weitere Teile wie dieses und müssen sie einzeln auf unseren Mechanismus kleben. Kannst du das machen? Das ist auf jeden Fall einfacher, als die jährliche Inflation zu berechnen. Ich bin da mal. In der Zwischenzeit werde ich zum Aussehen unseres Schafes kommen. Es ist also Zeit, unsere Spardose wie ein Schaf aussehen zu lassen. Ich habe bereits die Kontur des Gesichts unseres Schafs auf den Karton gezeichnet. Leute, seid vorsichtig mit scharfen Werkzeugen. Schneidet das Gesicht vorsichtig aus. Und wie ihr sehen könnt, Leute, habe ich die Ohren absichtlich sehr groß gemacht. Leute, ich habe die Schafswolle aus einem normalen Mob hergestellt. Wie gefällt es euch? Oh, Sam kommt. Ich kann nicht glauben, dass er schon fertig ist. Ich musste mich an ein paar neue Formeln und Techniken erinnern, aber ich bin bereit, meine Arbeit zu präsentieren, Judy. Das hast du großartig gemacht, Sammy. Jetzt können wir das Gesicht kleben. Schaut mal, die Spardose fängt an, wie ein Schaf auszusehen. Das erinnert mich an irgendwas. Habe ich gestern damit den Boden gewischt? Gut erkannt. Es ist tatsächlich aus einem Lappen gemacht. Und es ist Zeit, unser Schaf zu wärmen. Hier ist das Geheimnis. Wir können jederzeit den Reißverschluss öffnen und neue Süßigkeiten hineinpacken. Das erinnert mich an einen drahtlosen Lautsprecher mit Schloss. Vergiss nicht, dass es ein Schaf ist, kein Wolllautsprecher. Und es hat Beine. Lass sie uns gut festkleben. Ich habe bereits das zweite, dritte und vierte Bein festgeklebt. Beeilen wir uns. Ich kann kaum erwarten, fertig zu werden. Moment, wir müssen es noch bemalen. Lass uns die notwendigen Farben anmischen. Okay, in der Zwischenzeit werde ich etwas anderes machen. Macht Platz. Hier kommt der große Dekorateur. Fertig. Ich bin auch fertig. Ich habe die Augen und sogar die Nase vorbereitet. So schnell? Zeit ist Geld, Susi. Man sollte sie nicht verschwenden. Nun müssen wir einfach alles an unserem Schaf befestigen. Meine Finanzen brauchen dringend eine sichere Aufbewahrung. Und meine Seele giert nach dem Rückfluss. Also, lass uns etwas schneller machen und alles fertigstellen. Lass uns endlich meine erste Münze in das Schaf stecken. Okay.
Aber ich habe mehr Münzen. Mal sehen. Hier ist der zweite. Man kann nie zu viel Rückfluss haben. Lass dich nicht ablenken. Okay, den Rest meiner Münzen werde ich später einwerfen. Es macht mehr Spaß, auf diese Weise zu sparen. Wenn ich meinen Rückfluss sofort nutzen werde. Leute, danke fürs Zuschauen. Und versucht doch mal, dieses coole Sparschaff selbst zu machen. Absolut. Ihr werdet es nicht bereuen. Aber abonniert zuerst unseren Kanal. Und bevor ihr auf die Schafsnase drückt, klickt die Glocke unter dem Video. Wenn ich unserem Schaf so zusehe, wie ich die Münzen frisst, denke ich, dass es auch Zeit für unseren Snack ist, Susi. Ja, bevor du den ganzen Rückfluss selbst aufisst. Leute, genießt euer Essen und eure Bastelei. Tschüss! Was? Warte doch, Susi! Ich komme! Ich hab's geschafft! Ja, das sind alle Schokomünzen, die ich habe! Oh, danke, Sammy. Aber warum die Eile? Susi, du wirst es nicht glauben! Warte mal kurz. Das war nicht die Nachricht von Sam aus der Zukunft. Du wolltest einfach nur Schokomünzen. Gut gespielt, Susi. Gut gespielt. Sammy, nichts für ungut, okay? Ich wollte nur einen Hinweis auf die neue Bastelei geben, die wir herstellen werden. Brauchen wir eine Zeitmaschine? Nicht ganz. Aber du wirst es gleich sehen. Hi, Leute. Seid ihr bereit für ein neues, großartiges Handwerk? Wie ihr sehen könnt, habe ich bereits alle Teile bemalt. Wow, wir bauen also wirklich eine Zeitmaschine. Nein, wir bauen einen Automaten für deine Schokomünzen. Warum bist du so besessen von der Zeitmaschine? Dank diesem durchsichtigen Stück werden wir sehen, wie die Schokomünzen herunterrollen. Jetzt befestigen wir dieses Plastikstück mit Hilfe von Heißkleber. Leute, bittet einen Erwachsenen euch bei diesem Schritt zu helfen. Susi, gib es zu. Die Zeitmaschine ist ein sehr nützliches Alltagsgerät. Tatsächlich hätte ich nichts dagegen, meine eigene persönliche Zeitmaschine zu haben. So kann man zum Beispiel in der Zeit zurückgehen, um all die Dinge fertigzustellen, die man geplant hat. Oder man kann in die Zukunft springen, um das Handwerk schnell zu vollenden. Ich habe nie genug Zeit, um meine To-Do-Liste abzuschließen. Wow, cool. Nun, kein Wunder. Hier ist sie. Ich habe sie mitgebracht, damit du nichts vergisst. Danke, Sammy. Ja, mein Tag wäre super produktiv, wenn ich eine Zeitmaschine hätte. Susi, ich würde definitiv eine bessere Verwendung für meine persönliche Zeitmaschine finden. Warum gefällt dir meine Idee nicht? Ich denke, es ist eine ziemlich effektive Zeitmanagement-Methode. Weißt du, in der Zeit zurückreisen, um Geschirr zu spülen, klingt wirklich nicht aufregend. Ich will in der Zeit zurückgehen, um für immer Nutella zu essen. Warte, wie willst du denn für immer Nutella essen? Stell dir das nur vor. Du isst ein Glas Nutella auf, gehst ein paar Minuten zurück und das Glas ist wieder voll. Leute, gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr auch für immer Nutella essen wollt. Aber im Ernst, Zeitreisen erfordert eine sorgfältige Vorbereitung. Oh, Susi, das sagen alle. Was ist denn so schwierig? Einsteigen und losfahren. Sam, ist Zeitreisen so einfach für dich wie Zähneputzen? Leute, das ist die obere Barriere an unserer kleinen Tür. Wir brauchen eine Münze, um die untere zu machen. Übrigens, es würde Spaß machen, in die Zukunft zu springen, wo einem schon die Zähne geputzt wurden. Damit du sie mit Schokomünzen wieder schmutzig machen kannst. Und mit Oreo, Nutella, Eiscreme, Waffeln. Ich fürchte, die Liste ist endlos. Marshmallow, Schokostückchen, Honigflocken. Mit Hilfe dieses sich bewegenden Stücks werden die Schokomünzen in die Maschine fallen. Es wird so aussehen. Cool, oder? Spaghetti, Käsebällchen, Cracker. Sammy, bitte hör auf. Ich liebe einfach alle Arten von Leckereien. Die Tür unseres Automaten wird dank dieser Gummibänder funktionieren. Wow, sieht aus wie ein Zeitportal. Warst du schon mal in einem Zeitportal, Sammy? Und wenn ja, warum hast du mich nicht mitgenommen? Man muss kein Zeitportal gesehen haben, um zu verstehen, wie es aussieht. Du kannst einfach Filme schauen, so wie ich. Nun, darin bist du ein echter Profi. Ha, und ob. So wird die Tür funktionieren. Sie schiebt die Schokomünzen direkt in die Maschine. Susi, ich wusste nicht, dass du angeln gehst. Wo
Wovon redest du, Sammy? Ich bin zu besessen von Mode, weißt du? Ich habe einfach keine Zeit zum Angeln. Ich brauche diese Schnur für die Bastelei. Mithilfe dieser Schnur können wir die Tür bewegen, die wir gerade gemacht haben. Das macht echt Spaß. Eine Angel auswerfen, auf einem Stein sitzen, den Sonnenuntergang genießen. Ja, man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Pupp! Lass uns den zusätzlichen Teil des Stockes entfernen. Und die Konstruktion mit dem Kleber befestigen. Unser Mechanismus für den Abstieg der Münzen ist fertig. Also gut, während Sam vom Angeln träumt, werden wir das Gehäuse unseres Automaten herstellen. Leute, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um keine neuen Videos zu verpassen. Sammy, hast du das Stück gemacht, um das ich dich gebeten habe? Alles ist ruhig. Man kann die Wellen hören und dann bemerkt man, wie sich der Bobber bewegt. Ich schätze, Sam wird bald ein neues Hobby haben. Susi, kannst du dir das vorstellen? Ich war total in Gedanken versunken und habe nicht bemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Nun, sieh es einfach als eine Zeitreise. Leute, Sammy hat einen tollen Griff für unsere Maschine gemacht. So. Der Mechanismus, den wir jetzt bauen, wird Schokomünzen in die Maschine drücken. Das ist so komisch. Manchmal merkt man gar nicht, wie die Stunden verfliegen. Und manchmal können Minuten furchtbar lang erscheinen. Ja, genau. Es kommt darauf an, was du machst. Jetzt, wo wir zum Beispiel basteln, weiß ich nicht einmal, wie viel Zeit vergangen ist. Genau so ist es, wenn man Marvel-Comics liest. Du schlägst einfach das Buch auf und bam! Im Handumdrehen bist du auf der letzten Seite. Deshalb ist es so cool, Hobbys zu haben. Meine sind Basteln und Mode. Aber ich bin immer offen für Neues. Sogar Angeln bei Sonnenuntergang würde mir Spaß machen. Jetzt müssen wir dieses Stück auf das Gehäuse der Maschine kleben. Susi, sollen wir nächstes Mal eine Zeitmaschine bauen? Ich habe einige Designideen. Design ist nicht genug für Zeitreisen. Nun vorsichtig den zusätzlichen Teil abschneiden. Leute, schaut. Wenn ich an dieser Schnur ziehe, wird der Mechanismus aktiviert. Perfekt. Warum bezweifelst du, dass wir die beste Zeitmaschine aller Zeiten bauen können? Sammy, wir sind noch nicht mal mit diesem Handwerk fertig. Zuerst musst du einen detaillierten Plan der Zeitmaschine erstellen. Ein detaillierter Plan? Kinderleicht! Wir haben die Basis unserer Maschine gebaut. Jetzt können wir zum nächsten Schritt übergehen. Leute, jetzt machen wir einen Hebel, der unsere Maschine aktiviert. Bittet einen Erwachsenen, euch bei diesem Schritt zu helfen. Nun, Sammy, hast du jetzt bemerkt, dass selbst ein detaillierter Plan einer Zeitmaschine extrem schwer ist? Susi, du unterschätzt mich wie immer. Ich habe den Bauplan erstellt und jedes Detail berücksichtigt. Wow, so schnell? Wie werden wir also in der Zeit reisen? Es ist wirklich einfach und genial. Klingt vielversprechend. Übrigens, wir machen eine Basis für den Hebel, der unsere Maschine aktiviert. Also Sammy, erzähl mir deinen einfachen und genialen Plan. Okay, wir nehmen viele Waffeln, bedecken sie mit Nutella. Bist du sicher, dass wir über Zeitreisen reden? Lass mich ausreden. Wir werden sie mit Nutella bedecken. Dann, das ist wichtig, stellen wir eine Kamera neben den Teller. Sammy, du verwirrst mich. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Konstruktion der Zeitmaschine? Lass mich ausreden, Susi. Wir stellen eine Kamera auf, um zu sehen, wohin die Waffeln so schnell verschwinden. Leute, wir müssen den Hebel an das Gehäuse der Maschine kleben. Steckt den Hebel in den Faden und diese Öffnung und verklebt die Basis. Susi, hast du den Plan auswendig gelernt? So werden wir die Zeitreisetechnik herausfinden. Und auf dieser Grundlage bauen wir unsere Zeitmaschine. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Waffeln reisen nicht in der Zeit. Oh, was meinst du damit, die reisen nicht? Warum ist dann jedes Mal, wenn ich anfange, Waffeln zu essen, ein ganzer Teller voll davon und eine Sekunde später ist der Teller leer? Es ist doch ganz einfach. Du magst Waffeln so sehr, dass du nicht merkst, wenn du den ganzen Teller leer isst. Ich weiß nicht. Es ist nicht überzeugend. Ich glaube, du schenkst mir nicht genug Aufmerksamkeit. Gut, wie dem auch sei, du musst noch etwas an deinem Plan arbeiten. Unser Verkehrsautomat ist fertig. Susi, der ist mit noch mehr Dekor. Ja, Sam, du hast recht. Tada! Sollen wir weitere goldene Elemente hinzufügen? So. Und vergiss die Schokomünze nicht. Klar, Sam. Immerhin machen wir all das für sie. Es ist an der Zeit, die Maschine mit Schokomünzen zu füllen. Oh, ist mein Lieblingsteil. Sam, jetzt werden alle deine Schokomünzen in unserem coolen Automaten aufbewahrt. Leute, unser Automat ist fertig.
Gebt einen Daumen hoch und drückt auf die Glocke, wenn ihr dieses Handwerk mit uns machen wollt. Nun, Sammy, bist du bereit, die erste Münze aus unserem Automaten zu holen? Das bin ich. Look it. Ich hoffe, die Schokolade wird dir helfen, Ideen für das Zeitmaschinenprojekt zu entwickeln. Oh yeah! Sushi, wir werden die leistungsstärkste Zeitmaschine bauen. Und mir wird die Schokolade dabei helfen, stilvolle Outfits zu entwerfen. Ich brauche noch eine Münze. Hier hast du sie. Lecker. Schaut euch diesen coolen Automaten an, den wir gebaut haben. Gebt uns ein Like und abonniert. Noch eine. Sorry, Sammy, aber wir haben keine Münzen mehr. Siehst du? Ich dachte doch, sie laufen mir davon. Direkt in die Zukunft. Wir konnten sie so schnell verschwinden. Ich muss dringend eine Zeitmaschine bauen. Sammy, wie auch immer, Leute, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke. Tschüss!